Ich war jetzt ein paar Tage hier bei dir, durfte beim Training dabei sein. Und was mir aufgefallen ist, ist eigentlich eine wahnsinnig gute Stimmung. Das war so von außen zu sehen. Innerhalb der Mannschaft, so unterhalb der Spielerinnen. Dass da eigentlich, es wurde viele strahlende Gesichter, habe ich gesehen, Leute, die Spaß haben einfach am Volleyball. Mhm. Ja, ist das für dich auch so oder merkst du das auch so von draußen und ist das für dich anders? Ich glaube, die Atmosphäre ist eine ganz wichtige Grundlage für ein gutes Zusammenarbeiten, für ein Entwickeln als Mannschaft. Und ich glaube, es fällt dann einfach jeden leichter. Und ich brauche am Ende des Tages brauche ich Athleten, die zum Training kommen, die Lust haben, darauf zu trainieren, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man versteht, dass man für diese Dinge auch hart arbeiten muss, dass so eine Atmosphäre in einer Mannschaft beim Training entstehen kann. Wir probieren das sehr, sehr familiär anzugehen. Nicht nur im Betreuerteam und Mannschaft, sondern auch, wir beziehen auch unsere Geschäftsstelle damit ein, dass wir einen engen Kontakt alle zueinander haben, dass Leute sich hier in einem guten Umfeld fühlen, dass sie sich gut aufgehoben fühlen, dass sie sich gut betreut fühlen. Und da müssen halt viele Leute an einem Strang ziehen. Und dafür ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass das Betreuerteam untereinander sehr, sehr gut harmoniert. Und wenn das alles gegeben ist, dann kann die Mannschaft auch gut trainieren, fühlt sich auch gut aufgehoben und fühlt sich auch einfach wohl hier. Mhm.